Heute tagt die Jahreshauptversammlung des Düsseldorfer Rüstungskonzerns Rheinmetall hier in Berlin. Wir protestieren gegen die Rekordgewinne von Rheinmetall vom letzten Jahr, aber auch für das laufende Jahr 2019 sind Umsatzwachstumsraten von 9 bis 11% geplant. Der Auftragsbestand des Rüstungsgeschäfts läuft auch wie geschmiert. Von 6,7 Milliarden auf 8,6 Milliarden ist es gestiegen. Möglich ist das erstens durch die ganz große Aufrüstung der Bundeswehr durch CDU, CSU und SPD. Das ist nichts anderes als die Lizenz zum Gelddrucken für die Aktionäre von Rheinmetall, aber auch möglich durch die skrupellosen Waffendeals mit Diktaturen wie Saudi-Arabien, Ägypten oder auch die Vereinigten Arabischen Emirate, die seit Jahren mit deutschen Waffen, auch von Rheinmetall, ihren mörderischen Krieg im Jemen führen. Wir fordern einen umfassenden Waffenexportstopp an die Kriegskoalition im Jemen, aber auch die Schließung von Schlupflöchern durch die Rheinmetall-Konzern, vor allen Dingen über ihre Tochterfirmen in Südafrika oder Sardinien, weiter liefern kann Waffen an Saudi-Arabien oder auch an die Emirate.